Rauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten, hieß es am Wochenende zum ersten Mal für die Mitwirkenden der Neumarkter Passionsspiele. Die fliegenden Händler bestücken noch schnell ihre Bauchläden, dann werden die Szenen geprobt, welche das gemeine Volk benötigen. Bestes Nardenöl und Salben, kommt und kauft! Passen, Unzen, Sister! 495 Personen wirken 2019 bei den Passionsspielen vor und hinter der Bühne mit. Die Hälfte davon, darunter Jesusdarsteller Thomas Fries, sind alte Hasen, die schon bei der letzten Auflage mit dabei waren. Der Rest ist Bühnennachwuchs. Und es befreut uns ganz besonders, wenn fast 250 Personen neu, die neu mitmachen, sodass also auch in 10 Jahren schon wieder eigentlich eine große Sicherheit da ist, dass wir das wieder durchführen können. Und was auch ganz toll ist, dass die vielen neuen Leute, die wir haben, genauso schon wieder integriert sind in dieser großen, tollen Passionsspielgemeinde. In den letzten Wochen installierten Helfer schon die Bühne in der kleinen Jurahalle. Das Ensemble hat damit einen Luxus, den viele professionelle Schauspieler nicht haben. Sie können mehrere Monate lang auf den Brettern stehen, auf denen auch die Aufführungen stattfinden. Vor Ort proben zu können, ist ein großer Vorteil und bringt natürlich auch von der Dauer und von der Zeit der Probe uns sehr vieles. Ich glaube, dass wir auf dem Gebiet es uns vieles erspart bleibt, wo wir heute eine zweite, eine dritte, eine vierte Probe nicht so intensiv mehr machen können wie hier jetzt schon. Michael Ritz hat als neuer Regisseur die Aufgabe, sowohl die intimen Szenen mit wenigen Darstellern als auch Massenbilder überzeugend auf die Bühne zu bringen. Für jeden Komparsen gibt es Anweisungen. Man kann sich ein bisschen als Gruppe zusammenschließen, kann ein bisschen tratschen und natürlich hier was kaufen wollen, handeln. In einigen Bereichen will Ritz frischen Wind in die Inszenierungen bringen. So wird zum Beispiel auf einen Bühnenvorhang verzichtet. Der eine oder andere hat ja gewisse Meinung oder andere Meinung dazu. Ich glaube, das klappt wunderbar. Es wird viel mit Licht gemacht, es wird viel mit Ton gemacht. Geprobt wird übrigens nicht nur, wie man raufgeht auf die Bühne, sondern auch, wie man wieder runtergeht. Bei so vielen Statisten erfordert das durchaus Koordination, damit keine extra Szene draus wird. Expert mit den besten Empfehlungen.